Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal in der Tat, und das ist auch in der Debatte, in einer der letzten Debatten der letzten Wahlperiode, als der Enquetebericht hier noch einmal diskutiert worden ist, deutlich geworden, ist allen Fraktionen, die damals daran mitgewirkt haben, der Mittelstand, das Handwerk, ein Anliegen. Und wir haben nicht ohne Grund auch seinerzeit ja mit 5 Fraktionen, die damals im Landtag vertreten waren, in dieser Debatte zu dem Enquetebericht einen gemeinsamen Beschluss gefasst, der übrigens auch einige Arbeitsaufträge beinhaltete. Heute nun bekommen wir von Ihnen eine Mischung aus Ihren damaligen rhetorischen Oppositionsreden, aus einer Übernahme der damals gemeinsam beschlossenen Position und aber, und das ist besonders interessant, auch einigen formalen und inhaltlichen Weglassungen. Sie wollen einen runden Tisch, den haben wir im März des letzten Jahres bereits mit allen Fraktionen damals als Aufforderung an die Landesregierung der nächsten Wahlperiode hier im Landtag beschlossen. Sie wollen die Clearingstelle Mittelstand, der Kollege von der SPD hat es eben auch schon gesagt, als Stimme des Mittelstandes, als Stimme der Wirtschaft stärken. Sie sagen aber nicht wie. Und dabei müssten Sie eigentlich ja wissen, dass das Mittelstandsförderungsgesetz, was wir auf den Weg gebracht haben mit der letzten Koalition, frühzeitig die Interessen der NRW-Wirtschaft in die Erarbeitung von Gesetzen und Verordnungsvorhaben einbindet. Und dass die Clearingstelle Mittelstand all das auch prüft, Gesetze und Verordnungsvorhaben tatsächlich auch im Hintergrund in Zusammenarbeit mit den Kammern, mit den Wirtschaftsverbänden, mit den Gewerkschaften und Kommunen auf ihre Auswirkungen auf Kosten, Arbeitsplätze, Verwaltungsaufwand und Ähnliches prüft und dann auch effektive Ratschläge gibt. Meine Damen und Herren, die OECD lobt deshalb auch nicht ohne Grund eben deshalb die Clearingstelle als beispielhaftes Modell zur Unterstützung von kleinen und mittelständischen Unternehmen und sagt ausdrücklich, dass sie in ihrer bisherigen Form erhalten bleiben soll. Obwohl Sie das alles wissen, kommen Sie dann mit den üblichen Entfesselungs- und Bürokratieschleifchen um eigentlich gemeinsame Erkenntnisse nicht herum und beziehen Ihre angeblichen Entfesselungskünste mit den üblichen Dummies, Tariftreue und Vergabegesetz, Hygieneampel, LEP und Co. Also ich frage mich gerade als Beispiel, was die Hygieneampel mit dem gemeinen Malermeister oder mit anderen zu tun hat. Das lässt fantasievolle Gedankenspielchen offen, aber ich glaube keine wirklichen tragfähigen Schlüsse. Interessant ist nun, was Sie weggelassen haben. Es fehlt die Forderung nach dem jährlichen Bericht für die Fachausschüsse, um festzustellen, ob die Ergebnisse und Empfehlungen der Enquete 6 aus der letzten WP auch vollständig und nachhaltig umgesetzt werden. Es fehlt genauso die gemeinsam beschlossene Forderung für diese Wahlperiode, dass der Handwerksbericht der Landesregierung jährlich fortzuschreiben ist. Und es fehlt bei genauem Hinsehen auch die letzte beschlossene Forderung aus dem damaligen Beschluss, nämlich, dass ein Bericht über den Umsetzungsstand am Ende der Wahlperiode durch die Landesregierung vorzulegen sei. Ich stelle mir im Übrigen gerade vor, was Sie, wenn Sie jetzt in der Opposition wären, für einen erregungspolitischen Umstand hier geliefert hätten am Redepult, wenn wir als rot-grüne Landesregierung diese wesentlichen Punkte formal weggelassen hätten. Aber es fehlt natürlich auch inhaltlich einiges. Sie sagen nicht, wie Sie mit dem Starterscheck und den Ausfallbürgschaften durch die Wirtschaftsbank umgehen wollen. Sie sagen nicht, was Sie letztlich mit der Frage Mittelstand insgesamt machen wollen. Sie sagen nicht wirklich, was Sie mit dem Digitalisieren des Mittelstandes machen wollen. Sie sagen nicht, was Sie mit der Unternehmensnachfolge machen wollen. Da ist ja damals von der IHK Düsseldorf auch darauf hingewiesen worden, ein sehr wesentlicher Punkt für den Mittelstand. Über 10.000 Betriebe werden in den nächsten Jahren tatsächlich Nachfolgerinnen oder Nachfolger brauchen. Und Sie sagen nicht, was Sie sich da vorstellen können, beispielsweise, ob Sie sich vielleicht wie wir vorstellen könnten, dass wir dann auch von inhabergetriebenen Mittelstandsfirmen auch zu solchen kämen, wo Mitarbeiterbeteiligung eine Möglichkeit ist. Ich will noch mal ein besonderes Highlight kurz nennen, was Sie in Bezug auf die Digitalisierung haben. Sie nennen 3 Spiegelstriche. Einer davon ist ein Begriff, den Sie an verschiedenen Stellen sagen, Handwerksinitiative NRW stärken, und 2 bleiben im völlig allgemeinen stecken. Sie sagen nichts dazu, wie im ländlichen Raum, beispielsweise auch fürs Handwerk, in Gewerbegebieten die Digitalisierung vorangetrieben werden kann,
All das sagen Sie nicht. Und ein letzter Satz sei mir auch gestattet mit Hinweis auch gerade auf unseren Entschließungsantrag. Wer Handwerk stärken will, wer Handwerk schützen will, der muss Handwerk auch schützen dort, wo Schwarzarbeit stattfindet. Und auch dazu sagen Sie nichts. Ich habe da meine Vermutungen, warum. Aber ich empfehle Ihnen an der Stelle die Handwerkskammer im Bergischen Land, die zusammen mit der dortigen Kreisverwaltung gerade in Bezug auf den Kampf gegen die Schwarzarbeit wesentliche Beiträge leistet. Und auch darüber sollten wir uns dann im Ausschuss noch einmal unterhalten. Schönen Dank.